Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen tatsächlich noch zu einem dritten DM-Haul dieses Jahr im April. Kaum kam die zweite Bestellung an, meinte mein Mann, ja, er bräuchte auch noch was und wir bräuchten auch noch was für die Hasen. Wer meinen letzten Vlog gesehen hat, weiß, dass wir jetzt Hasen haben, beziehungsweise Kaninchen. Und da wollte er dann auch noch was bestellt haben und für sich auch. Also gut, habe ich nochmal eine DM-Bestellung getätigt. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Einmal ging mit, wie gesagt, für die Hasen. Wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen durchprobieren. Weil bei DM finde ich es halt praktisch. Können wir bestellen online. Es ist nicht so teuer. Also es gibt so Fachhandel oder Tierfachhandel, da sind diese ganzen Sachen noch teurer. Da müssen wir jetzt einfach so ein bisschen rausfinden, wo wir da jetzt regelmäßig diese Sachen kaufen. Momentan, weil wir sie ja, wo wir sie gekauft haben, die Kaninchen waren sehr erst 6 Wochen alt. Da haben wir direkt vom, da wo wir sie gekauft haben, auch das Futter gleich mitgenommen. Jetzt erstmal für die Anfangszeit, weil sie daran gewöhnt waren. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob wir das jetzt erstmal noch eine Weile benutzen oder ob wir dann irgendwann auch umsteigen. Also wir haben einmal mitgenommen und ich habe bestellt vielmehr von Dein Bestes, Naturverliebt, Löwenzahn mit Kornblumen und Kamille. Genau, und dann habe ich auch mitgenommen von Dein Bestes Knabberstäbchen mit Gemüse. Da hat mein Mann welche solche Knabberstäbchen mal bei Fressnaps gekauft. Das kam ganz gut an und jetzt wollen wir die einfach mal auch ausprobieren. Und dann habe ich auch noch mal andere Knabberstäbchen mit Apfel, Banane und Apfel. Nee, Quatsch. Banane und Apfel nur. Genau. Die gehen auch noch mit. Und mein Mann wollte gerne ein Deo haben. Das hat er sich ausgesucht von Axe. Black Vanilla. Genau, wie gesagt, hat er sich selbst ausgesucht. Genauso wie ein Shampoo, was er haben wollte oder was er ausprobieren wollte. Das ist wirklich nur so eine kleine Flasche. Er hat jetzt immer mal wieder von Alpecin dieses Blaue benutzt. Und jetzt wollte er das hier ausprobieren. Doppel-Effekt Koffein-Shampoo. Wegen seiner trockenen Kopfhaut. Die halt eben zu den Schuppen führt. Ah genau, hier haben wir noch was für die Kaninchen. Das ist jetzt nicht von der Eigenmarke. Das gab es nur von Fidelio. Das ist also Dein Bestes, das ist ja die Eigenmarke von DM. Und dann haben sie noch das hier für Tierprodukte. Das ist jetzt hier so ein Obstsalat. Genau. Und dann habe ich noch mitbestellt für Raffi. Da gab es einen Rabattcoupon. Auf Mevolis Multivitaminbärchen. Die kommen echt gut an und ich finde die ganz, finde die echt gut. Deshalb werden die immer wieder nachgekauft und ich finde es auch ganz praktisch, dass da immer mal wieder ein Coupon gibt. Entweder generell auf Mevolis oder speziell auf diese Vitaminbärchen. Und zum Schluss habe ich nochmal so einen Fruchtriegel bestellt von Baby Love. Da gab es auch einen Rabattcoupon. Genau. Und das war's schon. Wie gesagt, ich habe einfach nur die paar Sachen noch nachbestellt, weil mein Mann das gerne haben wollte. Und habe jetzt tatsächlich auch gestern oder vorgestern, muss ich nochmal nachgucken, ob ich das jetzt bestellt habe oder ob das noch in meinem Warenkorb rumfährt. Sind mir wieder ein paar Sachen eingefallen, aber für den DM-Haul jetzt noch vom April werden wir jetzt am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!